Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mein mehr oder weniger finales Fazit geben zum Swiss Arabian Chagaf Oud Vanilla Toffee. Da hatte ich euch ja vor ein paar Tagen meinen ersten Eindruck einmal mitgeteilt. Ich habe die ganze Sache hier ausgepackt und habe den zum ersten Mal gesprüht, zum ersten Mal gerochen und habe so ein bisschen meine Gedanken mit euch geteilt. Und ich sag mal so, die ersten Eindrücke, die sind manchmal nichtssagend, manchmal ein bisschen mehrsagend, aber in erster Linie bleiben sie doch eins, ein erster ganz, ganz grober Eindruck, der sich in die eine oder andere Richtung durchaus entwickeln kann. Und so habe ich jetzt hier in den letzten Tagen den Duft ausgiebig tragen dürfen, habe ihn probiert, habe mir so meine Gedanken gemacht und habe ihn jetzt für mich ganz persönlich, ganz subjektiv natürlich, für mich eingeordnet und möchte das Ganze hier einmal mit euch teilen. Wir fangen ganz von vorn an, um euch den kompletten Eindruck einmal zu geben. Das ist die Box, die sieht so aus. Ja, es ist schön wertig, ist auch massiv. Ja, also das ist auf jeden Fall, bekommt man schon ein bisschen was. Der Duft ist dann hier drin, so er denn noch hier drin wäre. Ich habe ihn natürlich schon herausgeholt. So. Habe ihn natürlich schon rausgeholt, den haben wir hier. Ich zeige ihn euch einmal in der Kamera selbstredend. Hier haben wir das gute Stück einmal. Sieht sehr, sehr schön aus. In der üblichen Gestaltungsweise der anderen Swiss Arabian Sachen. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt sie auch. Zumindest hier so aus dieser Chagaf-Linie. Ja, Chagaf Oud, Chagaf Oud Abiad, Azraq, nee, Azraq und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und hier haben wir das Teil einmal. Und ich möchte sagen, ich habe vorhin bei Parfumo nochmal geschaut, der ist jetzt zum Zeitpunkt, da ich dieses Video aufnehme, bewertet mit 7,1 von möglichen 10 Punkten. Der ist sukzessive gefallen, ja, so nach und nach. Und auch so die Bewertungen, ich habe das Ganze mal so ganz grob überflogen. Sehr, sehr viele sehr positive Bewertungen und auch sehr, sehr viele extremst vernichtende Bewertungen. Da muss ich ehrlich sagen, das findet man so bei nicht so vielen Düften, sagen wir mal so, zumindest nicht bei solchen Sachen, die dann doch schon bekannter und mehr erwartet werden, wie bei diesen Sachen hier. Das ging schon sehr weit auseinander, die Schere, und dazwischen war natürlich auch so ein bisschen was, aber dieses extrem kontroverse, teilweise Bewertungen mit 1, 2 und 3 Punkten von möglichen 10, das hat man jetzt nicht so oft. Und ich selbst schätze das Teil so ein, ich finde den gar nicht mal schlecht, ja, muss ich ehrlich sagen, ich finde den schon ganz gut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde ihn auf der anderen Seite auch dann wiederum gar nicht mal so gut. Ja, also ich finde ihn gar nicht mal so schlecht, finde ihn aber auch gar nicht mal so gut. Warum das Ganze? Summa summarum, ist es ein schöner Duft. Ja, ich finde ihn soweit echt schön, sehr solide. Auf der anderen Seite muss ich sagen, von Swiss Arabian kennen wir anderes, kenne ich anderes. Die Erwartungshaltung war dann doch schon relativ hoch. Und die wurde für mich zumindest nicht so ganz erfüllt. So, was haben wir hier für einen Duft, um einmal in diese Richtung zu gehen? Ich habe ihn hier nochmal auf der Hand. Ich möchte ihn auch nochmal hier sprühen, um mal diesen kompletten Eindruck zu haben. Oh ja, zu Anfang. Und ich habe auch diesen Eindruck, das will ich noch sagen, dieser Duft scheint an vielen Kanten doch recht unterschiedlich wahrgenommen zu werden. Ich persönlich, wenn ich ihn sprühe, ich bekomme eine volle Packung von Toffee. Toffee, 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 süß, schwer, ein bisschen quietschig, eine ordentliche Portion Vanille, die auch eher in diese Richtung des Quietschigen lehnt, als in diese dunkle, kraftvolle, sehr souveräne, sehr mysteriöse, sehr warme Vanille. Also es ist schon ein bisschen eine aufgeregtere Vanille, ein bisschen eine künstlichere, synthetischere und quietschigere Vanille, ganz klare Sache. Mit diesem Toffee-Akkord, der für mich okay ist. Ja, man kann den durchaus als ein bisschen verbrannt und synthetisch einordnen. Ich finde ihn okay. Ich mag persönlich Toffee nicht so gerne, weder essen noch riechen. Deswegen ist das bei mir so ein bisschen ein kleiner Knackpunkt. Aber so, neutral betrachtet, gut gemacht. Generell einfach sehr, sehr süß, sehr, sehr schwer. Im Duftverlauf, da geht er noch so ein bisschen in diese Richtung Gebäck rein, in diese Richtung, ich sag mal ganz grob Plätzchenteig, leicht angebrannter Plätzchenteig mit Vanille, die sich da ein bisschen fängt, die ein bisschen dunkler wird, die ein Eckchen seriöser wird, aber trotzdem irgendwo in ihren eigenen Sphären rumschwebt. Und das Ganze eben sehr, sehr gourmandig und schon sehr extrovertiert, sehr laut, sehr nach draußen gehend.
Und das ist das im Grunde genommen, was du hier bekommst. Einige, die bekommen eben noch sehr viel verbrannte Richtungen mit hinein. Viele, die haben so diesen Walnussakkord sehr, sehr aktiv in der Nase. Das bekomme ich fast gar nicht. Und was ich ein bisschen schade finde nach wie vor, dass ich hier diese Kaffeenote, diese Arabica-Kaffeenote, die angegeben ist, die bekomme ich leider Gottes auch gar nicht. Versteckt sich vielleicht für meine Geruchsknospen unter irgendwelchen anderen Sachen, die ich dann eben in dieses rauchig verbrannte ein bisschen reinschieben möchte. Aber jetzt so als solches leider nicht. Finde ich schade, kann man aber ehrlich gesagt sehr gut mit einem Kaffeeduft beispielsweise layern, um das so noch herauszukriegen, dann ist das schon sehr, sehr schön. Alles in allem, für mich ein Duft, der, wenn man gourmandige Düfte mag, auf jeden Fall mal eine Probe wert ist. Und wenn man generell dieses sehr schwere, vanillige und einfach süße mag, dann ist das schon ein Duft, der durchaus die Geschmäcker treffen kann. Für mich passt der sehr schön in die Winterzeit und auch irgendwie so in diese Weihnachtszeit. Der bringt so ein bisschen diese Weihnachtsstimmung, diese Weihnachtsmarktstimmung auch mit sich, gerade weil er so diesen Gebäck und allem drum und dran so diesen Duftanklang mit sich bringt. Trotzdem möchte ich sagen, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich habe das irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ich bin vielleicht also sehr verwöhnt von den anderen Sachen, die Swiss Arabian gebracht hat, zumindest von denen, die ich kenne. Die waren alle durch die Bank weg extremst gut. Die einen auch ein bisschen besser, die anderen nicht ganz so, aber die waren alle irgendwo schon für mich persönlich ziemlich spitze, ja, und auch in der Spitze sehr, sehr weit oben. Und der ist so genommen jetzt schon gut, aber eben hält er nicht so ganz mit. Und deswegen war so einfach die Erwartungshaltung hier der Knackpunkt, bei dem, wo ich sage, man hätte mehr machen können. Man hätte es ein bisschen runder darstellen können, man hätte ihn ein bisschen detailreicher bringen können, eben runder, besser abgestimmt, nicht ganz so sehr aufs Maul, nicht ganz so sehr extrovertiert im Sinne, so die Quietschigkeiten zeigen und so dieses übertrieben Toffee, übertrieben quietschig vanillig, sondern einfach alles so ein bisschen gediegener, ein bisschen ernster, ein bisschen seriöser bringen können und eben besser aufeinander abstimmen. Und bei allem, wo man sagen muss, dass er doch schon sehr laut und sehr stark und alles drum und dran daherkommt, er projiziert in der ersten Zeit, sagt man, in den ersten ein, zwei Stunden schon ganz ordentlich. Aber so meiner subjektiven Wahrnehmung nach baut er dann doch schon massiv ab und hält sich dann in der Projektion doch schon echt in Grenzen im Vergleich zu dem, was man kennt. Das ist immer so mein Vergleichswert, die anderen Swiss Arabian-Düfte, die ich kenne. Und dazu baut er schon massiv ab und hält dann doch auch nicht so lang durch. Ja? Wenn ich an einen Chargaff Oud denke oder an den Azraq, die kannst du nach 12 Stunden riechen, die immer noch auch auf der Haut, Klamotten müssen wir nicht reden, die riechen auch auf der Haut noch sehr, sehr stark, strahlen ordentlich ab. Nach 12, 16 Stunden, die Teile sind absolute Wahnsinnsdüfter. Er macht das nicht, er kann das nicht. Obwohl er sehr fulminant startet, da irgendwo verlässt es ihn dann doch. Und das ist ein bisschen schade, aber es ist eben so, wie es ist. Von dem her, ich sag mal, für mich solides Mittelfeld. Ist jetzt nicht so schlecht, wie ihn viele reden, aber es hätte man auch durchaus besser machen können. Da wäre noch Luft nach oben gewesen. Aber trotzdem, so gerade jetzt so, habe ich eben schon gesagt, so für Weihnachten und die Winter, Weihnachtszeit, alles was so kommt demnächst, ist das schon ein sehr schöner, wie sagt man, ein sehr stimmungsvoller Duft, der mich dann doch auf die eine oder andere Weise durchaus zu begeistern vermag und den einen oder anderen von euch bestimmt auch, wie ich da auch schon in den Parfumo-Kommentaren gesehen habe. Also er ist besser als sein zumindest aktueller Ruf, meiner Ansicht nach. Und damit verabschiede ich mich hier aus diesem Video. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.